Hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren brandneuen Let's Play slash Let's Guide, keine Ahnung, auf meinem Kanal. Und das ist ein, ja, das hier wird ein Kerbal Space Program Playthrough, Walkthrough, Guidethrough, wie auch immer. Das ist nicht das erste Mal, dass ich dieses Spiel spiele. Ich habe schon irgendwie über 150 Stunden Spielzeit in diesem Spiel, deswegen, ich bin ziemlich erfahren, was das angeht. Deswegen würde ich es eher als ein Let's Guide, als ein Let's Play bezeichnen. Also solltet ihr noch nie Kerbal Space Program gespielt haben, solltet ihr in diesem Let's Play einige ganz nützliche Informationen erhalten können, denke ich mal. Vorweg erstmal, wir spielen den Karrieremodus, also ich spiele den Karrieremodus. Also den, wo man, ne, wo man hier Geld hat, und dann hat man hier auch Science. Ich habe ein paar Dinge umgestellt, ich habe das Spiel auf Normal, aber ich habe ein paar Dinge umgestellt. Ich habe, glaube ich, Resource Abundance ein bisschen hochgedreht, also das heißt, hier, wenn ich erstmal hier hingehe, zur Tracking Station. Dazu kommen wir gleich. Wenn wir zur Tracking Station eben kurz gehen, das heißt einfach, dass auf Planeten ein bisschen mehr an Ressourcen da ist. Das heißt, man kann nämlich später Ressourcen abbauen, und ich mag es einfach, wenn ein paar mehr Ressourcen verfügbar sind, sag ich mal. Das habe ich leicht hochgedreht, aber nicht großartig. Das ist unser Tutorial. Das ist schön, das rücke ich mal weg. Ich brauche kein Tutorial, ich kenne mich in dem Spiel aus. Also es gibt ein paar mehr... Ja, thanks, I've got it. Es gibt ein paar mehr Ressourcen auf Planeten, und weil mich das persönlich stört, habe ich... Ich habe ganz leicht die Credit Gain-Rate auf 110% und die Reputation Gain-Rate auch auf 110% hochgedreht. Und die Science Gain-Rate auf 150%. Credits und Reputation sind mir nicht so wichtig. Aber ich dachte mir, wenn ich eh schon Science auch hochdrehe, kann ich die auch minimal hochdrehen. Aber die Science-Rate habe ich auf 150% hochgedreht, weil ich es einfach sehr nervig finde. Am Anfang des Spiels hast du halt keine Science-Punkte. Ich empfehle euch übrigens, das auch eigentlich zu machen, um ehrlich zu sein, weil du hast am Anfang richtig wenig Science-Punkte und musst dann immer... Man kann hier... Ist es hier? War das hier? Wo ist das Contract Building? Das ist, glaube ich, das Contract Building. Ne, das ist es nicht. Welches war es? Es gibt... Das da ist es. Mission Control, das hier dürfte sein. So, hier kann man nämlich Contracts annehmen. Und das Ding ist halt, du musst dich durch richtig viele Schwachsinns-Contracts quasi durchquellen, wenn du das nicht machst, wenn man das hier nicht hochdreht. Dann kriegst du halt... Du kriegst halt hier immer Science, und die Belohnungen sind dann um 50% reduziert. Das heißt, du kriegst viel, viel weniger Science, und das finde ich immer sehr nervig, deswegen... In der Regel drehe ich die Science-Gain-Rate einfach hoch in meinen Playthroughs, und dann hat sich das. Deswegen, das habe ich auch dieses Mal gemacht, auf 150% hochgedreht. Und jetzt komme ich noch zum letzten Part, bevor es mit dem eigentlichen Let's Play, Let's Guide, wie auch immer, losgeht. Ich möchte noch Empfehlungen für Mods aussprechen. Ich habe nämlich zwei Mods installiert, die dürfte ich hier gut zeigen können. Ne, falsch. Hier ist es, da. So, und zwar ist es einmal, ich glaube, der Flight Controller, so müsste das sein, da. Ist es hier dabei? Ja, genau. Und das ist die MacJab-Mod. MacJab kann man nutzen, um Flugzeuge, wollte ich gerade sagen, um Raketen komplett automatisch fliegen zu lassen. Das werde ich aber nicht tun. Aber MacJab gibt einem ein paar andere ganz nützliche Features. Also ich werde das Feature nicht nutzen, ihr könnt es natürlich nutzen, wenn ihr wollt, dieses automatische, automatisch fliegen Feature. Aber dadurch lernt man das Spiel nicht. Also wenn ihr das nutzt, dann werdet ihr nicht lernen, wie man Raketen selber startet, in meinen Augen zumindest. Deswegen rate ich euch davon ab, MacJab zu nutzen. Ich persönlich nutze das auch nur, um Launch Windows dann später zu berechnen. Aber dazu kommen wir erst viel, viel später in diesem Playthrough. Aber das braucht man mehr nicht für Launch Windows, das ist ganz praktisch. Und die andere Mod, die ich installiert habe, die habt ihr hier jetzt gerade schon gesehen, wenn ich jetzt nochmal die Tracking Station gehe. Das ist Kerbal Engineer, heißt die Mod, glaube ich, oder Kerbal Engineering Redux, irgendwie sowas. Die Mod nutze ich eigentlich nur für eine Sache, und das ist nicht dafür. Sondern wenn wir jetzt mal kurz... hier hingehen, in das Vehicle Assembly Building, das ist, wo wir die meiste Zeit verwenden werden, oder spenden werden, wo wir die meiste Zeit sein werden, sag ich mal, im Vehicle Assembly Building und auf dem Launchpad natürlich. Den Spaceplane Hangar und den Runway, den werden wir uns vielleicht später mal angucken, aber das ist für später erst. Wenn wir auf jeden Fall jetzt mal aufs Vehicle Assembly Building gehen, und wir bauen uns einfach mal irgendeine Schwachsinnsrakete. Ja, ich weiß, wie man baut. Wir können gerne das Video uns an der Stelle pausieren, aber das Tutorial werdet ihr auch haben, solltet ihr hier das Let's Play, Let's Guide, wie auch immer, im Hintergrund mitlaufen haben. Die Tutorials habt ihr eh auch alle normalerweise in-game. Ich baue einfach mal kurz irgendeine Schwachsinnsrakete. Und das hier ist, warum ich das installiert habe. Dieses Fensterchen hier. Und zwar haben wir hier die Masse der Rakete, blablabla. Vor allem haben wir hier aber den Delta-V-Wert, Delta-V, Delta-V und die TWR, die Thrust-Weight-Ratio. Der Delta-V-Wert, das gibt quasi an, wie viel Sprit quasi die Rakete hat. Das ist einfach nur, anstatt hier halt die Treibstoffmenge anzuzeigen, wird euch hier angezeigt, wie viel Treibstoff die Rakete quasi hat, wenn man dazu halt noch mit konsideriert, wie gut das Triebwerk ist und wie viel davon quasi verbraucht wird. Also quasi der Delta-V-Wert gibt einfach nur an, wie viel Treibstoff ihr habt, mehr oder weniger. Aber halt, es ist nur ein bisschen komplizierter als das, weil der Delta-V-Wert ändert sich auch durch das Triebwerk, was ihr unten dran habt. Habt ihr ein effizienteres Triebwerk, dann habt ihr mehr Delta-V. Aber effizientere Triebwerke haben meistens weniger... TWR-Wert, weil der TWR-Wert ist halt die Thrust-to-Weight-Ratio, das heißt, ein effizientes Triebwerk verbraucht wenig Sprit,
Und hat halt viel Delta V, ist aber auch meistens eher schwach. Das heißt, ne, das balanciert sich quasi aus. Und solange ihr in der Atmosphäre eines Planeten seid, braucht ihr eine TVR von über 1. Das ist übrigens der Wert hier. Der bezieht sich jetzt gerade auf Kerbin, das kann man übrigens auch ändern. Ich empfehle euch übrigens auch, diese beiden Mods zu installieren, die sind sehr praktisch. Aber noch brauchen wir sie nicht wirklich, aber ich erkläre es mir trotzdem schon mal alles. Hier, der Wert hier muss auf über 1 stehen, sonst kann die Rakete nicht starten auf Kerbin. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt umstelle auf Eve, Eve hat noch höhere atmosphärischen Druck oder eine höhere Schwerkraft halt, dann seht ihr, der TVR-Wert auf Eve von dieser Rakete, unserer Schwachsinnsrakete hier, wäre halt nur 4,9 zum Beispiel. Auf Kerbin gibt es ein bisschen bisschen weniger Schwerkraft, da habt ihr einen besseren TVR-Wert. Umso höher der Wert, umso leichter kommt ihr nach oben, halt in der Atmosphäre. Außerhalb der Atmosphäre ist es quasi egal, weil im Weltraum gibt es keine Atmosphäre, da gibt es keine Schwerkraft. Gut, also es gibt auch Schwerkraft, aber lassen wir das. Ihr wisst, was ich meine, ne? Man muss halt in den Orbit und wird dann halt immer noch angezogen vom Planeten, aber nicht stark genug, dass man wieder zurück in die Atmosphäre kommt. Blablabla. Dazu kommen wir später. Dazu kommen wir im zweiten Part dieses Videos wahrscheinlich oder dieses Playthroughs. Erstmal, was macht man jetzt am Anfang? Am Anfang habe ich hab mir noch 5K mehr gegeben und starte nochmal so mit 25K. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie teuer das ist, abzugraden. Das können wir doch nicht upgraden, okay. So, als allererst solltet ihr in das Mission Control Gebäude gehen. Das ist wichtig. Und jetzt müssen wir gucken, was wir jetzt machen. So, die Atmosphäre wollen wir noch nicht escapen. Und Kerbin Orbiten, das ist auch der nächste Schritt. Das wollen wir beides noch nicht machen. Damit wir die Contracts hier nicht aus Versehen abschließen, ohne sie zu akzeptieren, denn dann kriegen wir sonst die Reward nicht. Was wir jetzt erstmal akzeptieren werden, ist Launch our First Vessel. Das ist das, was wir jetzt erst machen. Also wir starten unsere erste Rakete. Zack. Und wir gathern Scientific Data from Kerbin. Da müsst ihr auch einfach auf dieses Häkchen hier klicken, dann könnt ihr die Contracts annehmen. Und das sind so ziemlich die Start-Contracts, die ersten Contracts. Die geben uns auch schon ein bisschen Advanced Payment. Also ihr seht, mein Geld ist ein bisschen hochgegangen. Die geben uns auch vorher schon ein bisschen Geld. So, und jetzt gehen wir einfach ins Vehicle Assembly Building. Und das ist jetzt ganz einfach. Was wir jetzt machen werden, ist, wir klicken einmal kurz hier drauf, auf den MK1 Command Port. Zack, da ist er. Da müsst ihr einfach einmal draufklicken, dann erscheint der. Das ist einfach nur ein Kommandomodul. Sprich, also es gibt auch Drohnen-Kommandomodule später. Da muss man dann keinen Kerbel, also keinen von diesen netten grünen Mannequin. Den muss man da nicht reinsetzen. So, wir machen das mal hier rüber. Aber am Anfang hat man halt nur diesen Command Port unlocked. Den nutzen wir natürlich auch. Ihr solltet uns sicherstellen, dass da der liebe Jebediah drin sitzt oder die liebe Valentina. Das sind nämlich die beiden Piloten, die man am Anfang hat. Und das sind die ersten Kerbals, die man versuchen sollte hochzuleveln. Weil die Piloten, zumindest in meinen Augen, die Piloten sind halt einfach am praktischsten. Die geben euch nämlich mehr Flight Assist-Möglichkeiten, wenn die gelevelt sind. Aber standardmäßig sitzt da sowieso in der allerersten Rakete immer der liebe Jebediah drin. Und jetzt der wichtigste Schritt, der mit Abstand wichtigste Schritt ist, ich muss kurz suchen, wo das war. Na, wo ist es? Wo ist es? Da. Hier ganz unten im Utility-Ding, in der Utility-Kategorie, haben wir hier den MK16 Parachute. Das ist ein Fallschirm. Den macht ihr einfach hier oben dran. Das ist extrem wichtig, denn wenn ihr den vergesst und die Rakete startet, also beziehungsweise ihr packt jetzt hier dann gleich ein Triebwerk drunter, das Ding fliegt nach oben. Ohne Fallschirm wird der Körper da drin wahrscheinlich sterben. Deswegen, der Fallschirm ist wichtig. Den einfach draufklicken, hier rüberziehen und dann hier oben draufploppen und dann habt ihr den Fallschirm drauf. Hier unten rechts seht ihr die Staging Overview. Und ihr habt eine Staging-Taste. Standardmäßig ist das, glaube ich, Space. Wenn ihr da drauf drückt, aktiviert ihr die nächste Stage in der Staging-Sequenz. Aktuell ist das hier die 0. Stage und in der 0. Stage wird einfach der Fallschirm aktiviert. Weil mehr haben wir aktuell noch nicht. Das wird sich jetzt aber ändern, denn jetzt packen wir einfach noch, das ist, glaube ich, auch das einzige Triebwerk, was ich habe. Ja. Diesen RT-5 Flea Solid Fuel Booster. Den packen wir mal eben kurz hier unten dran. Zack. Jetzt gucken wir mal kurz, ob wir schon irgendwas Science-mäßiges unlocked haben. Ja, haben wir sogar. Wow, das ist sehr gut. Ich dachte, das müsste man irgendwie erst alles unlocken, aber anscheinend haben wir schon ein paar Sachen unlocked. Was ist das hier? Kerbal Engineering, okay, nee, das ist von Kerbal, das ist von der Mod. Wir nehmen zwei Mystery Goo Containment Units, die packen wir hier dran. Zack, eine dahin, hoppala. Und eine dahin, ich glaube, zwei sollten erstmal ausreichen. Man kann übrigens, never mind, das sollte ich vielleicht auch drüber demonstrieren, anstatt es hier amateurhaft direkt falsch zu machen. Man kann hier unten auf diesen Punkt drücken, unten links in der Ecke. Dann hat man hier Symmetrie, dann platziert er die schön symmetrisch auf beiden Seiten genau gleich. Das wird später noch wichtig, dieses Feature. So, und wie ihr seht, das Staging hier hat er jetzt bei mir falsch gemacht. Deswegen machen wir hier kurz mal Plus. Und ziehen den Booster hier einen runter. Damit erst der Booster gezündet wird, wenn ich auf Space drücke und das nächste Mal dann halt der Fallschirm. Ich glaube, zum Decoupeln haben wir noch nichts. Ne, das heißt, wir können, also Decoupeln heißt übrigens, dass man Teil der Rakete abspringen kann später. Aber da haben wir noch nichts. Also ist man halt mit Absicht die Rakete verkleinert und gewichtlos wird. Aber da haben wir noch nichts, deswegen lassen wir es erstmal so. So, und das ist jetzt meine erste Rakete, die ich so starten werde. Ich würde euch empfehlen, eine ähnliche Rakete zu bauen. Ihr könntet theoretisch diese Goo Containment Units weglassen, aber die sind ganz praktisch. Und ihr werdet gleich auch sehen, warum. Aber ich würde sagen,
Die Rakete, die starten wir jetzt erstmal so. Und um eine Rakete zu starten, ihr könnt ihr uns auch speichern. Hier, da kann man speichern und hier kann man laden. Hier oben kann man auch noch einen Namen eingeben, etc. pp. Aber für die Rakete werde ich das jetzt nicht machen. Die werden wir jetzt genau einmal so starten. Danach werden wir die Science-Punkte, die wir davon kriegen, direkt nutzen, um neue Teile freizuschalten. Wir gehen jetzt hier oben rechts auf Launch, da, auf diesen grünen Knopf hier, klicken drauf, auf Launch, zack. Und schon sitzen wir, oder was heißt sitzen wir, schon steht die Rakete auf dem Launchpad. Also jetzt steht sie auf dem Launchpad. Und solltet ihr die Mods, die ich euch gerade empfohlen habe, nicht installieren, habt ihr diesen Kerbal Engineering Button, glaube ich, nicht und eventuell auch noch irgendein anderes Interface nicht. Ich sehe es gerade nicht. Ich glaube, das wird auch erst später unlocked mit dem Science-Menü, über das Science-Menü. So, aber da steht jetzt unsere Rakete. Was wir jetzt als erstes machen werden, ist gar nichts. Wir werden erstmal nichts machen und werden nämlich jetzt erstmal rechtsklicken auf den Crew-Hatch hier. Und werden. Können wir schon EVA gehen? Wir können sogar schon EVA gehen. Sehr gut. Als allererstes werden wir actually auf diesen Knopf hier unten drücken. Seht ihr diesen Go-EVA-Knopf? Da klickt ihr jetzt einfach mal drauf. Zack. Und jetzt ist der liebe Jebediah nämlich ausgestiegen. Ihr drückt jetzt erstmal gar nichts, sonst fällt er hier runter und ihr kommt hier nicht mehr drauf. Wenn ihr auf Space drücken würdet, dann versteht ihr es ja. Let go, dann, ne, dann droppt er hier runter. Das wäre nicht so gut, weil ihr könnt nicht wieder hochklettern, wegen, ne, Schwerkraft und so. Da kommt ihr nicht wieder ran. Wir haben nämlich noch keinen Leiter hier dran, die haben wir noch nicht freigeschaltet. Jetzt rechtsklickt ihr erstmal auf den und sagt dem, er soll bitte EVA reporten. Hier auf diesen Knopf. Klickt ihr jetzt drauf und dann steht hier: EVA report from Launchpad. I don't think a spacesuit was entirely necessary to get here, was it? Natürlich ist das ziemlich schwachsinnig. Wir haben jetzt einen EVA-Report, also der ist jetzt ausgestiegen und hat es reported. Ja, ich bin hier zu Hause. Warum sollte ich das machen? Der Grund ist aber ganz einfach: Wir kriegen 3,6 Science dafür und keepen das Experiment natürlich. Und dann gehen wir auf B zum Boarden und lassen ihn wieder einsteigen. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen ein paar Science-Daten in unserem Crew-Hatch hier. Jetzt rechtsklicken wir hier nochmal drauf und haben hier nochmal die Option für einen Crew-Report. Das machen wir auch nochmal. Das ist jetzt nochmal ein anderer Crew-Report tatsächlich. Das gilt als anderer Crew-Report. Das ist jetzt ein Crew-Report von in dem Pod und das andere ist ein EVA-Report. Der bringt nochmal 2,3 Science. In der Regel bringen EVA-Reports noch mehr Science. Meistens zumindest. Übrigens rate ich euch davon ab, den gleich im Flug aussteigen zu lassen und nochmal einen EVA-Report zu machen, weil logischerweise, wenn das Ding hier mit Karacho nach oben fliegt, wird der abfliegen und sterben. Kann ich euch nur von abraten. So, und jetzt nutzen wir noch diese Mystery Goo Containment Unit, auch drauf rechtsklicken und dann einfach Observe Mystery Goo. Die nutzen wir einmal jetzt. Dann haben wir nämlich nochmal 4,5 Science vom Launchpad. Und im Flug werden wir die dann gleich auch nochmal nutzen, die Mystery Goo Containment Unit. Und dann haben wir schon mal 10 bis 20 Punkte Science dürfte ich dann schon mal zusammen haben. Außerdem haben wir jetzt hier irgendeinen Milestone schon. Ja, weil wir den EVA-Test zu Hause gemacht haben, haben wir jetzt schon mal ein bisschen Geld gekriegt, auch gerade anscheinend. Hier oben könnt ihr Messages sehen, hier ganz oben. Das ist der Messages-Tab. Den lösche ich jetzt auch direkt mal hier, also die Message. So, und dann würde ich sagen, ist es an der Zeit zu starten. Um diese Rakete zu starten, müsst ihr einfach nur auf Space drücken. Das ist nämlich ein Booster. Da könnt ihr den Throttle hier, das ist hier bei dem Booster egal. Das kann man hier nicht einstellen. Das ist ein Solid Fuel Booster, der macht so viel Boost, wie er will. Den kann man nicht an- oder ausschalten, sobald er einmal an ist. Der ballert durch, bis er keinen Treibstoff mehr hat, keinen Treibstoff mehr hat halt. Ihr könnt uns mit Shift und Steuerung standardmäßig die Throttle-Leiste halt steuern. Mit X könnt ihr es komplett ausschalten und mit Z könnt ihr das Ding auf Maximum hochstellen. T ist für SAS, das solltet ihr uns einschalten. Das ist Stabilisierung, damit die Rakete geradeaus weiter nach oben fliegt. Also immer SAS einschalten eigentlich, das sollte man immer machen. Das ist so ein Flight Assist Ding. Wie ihr seht, haben wir hier bis jetzt nur eine Stability Assist Option, später kriegt man da noch mehr. Ich erkläre das übrigens gerade alles. Sorry, falls der erste Part ein bisschen langweilig ist für Leute, die das hier als Let's Play gucken wollen. Aber im ersten Part werde ich nochmal einiges erklären zum Thema Steuerung und sowas für Leute, die sich mit dem Spieler noch nicht so auskennen. Wie gesagt, also am besten SAS immer einschalten, damit man hier, ne, schön gerade oben fliegt. Mit WASD könnt ihr übrigens die Rakete kippen. Werde ich jetzt nicht machen, sonst kippt die gleich um auf dem Launchpad. Und dann würde ich sagen, drücken wir jetzt einfach Space und starten die Rakete. So, zack, und unsere Rakete startet und fliegt nach oben. Und ihr seht, wir sind extrem schnell, deswegen, wenn wir jetzt einen EVA-Report machen würden, wird der liebe Jebediah wahrscheinlich einfach abfliegen und sterben. So, jetzt klicken wir nochmal auf diese Mystery Goo Containment Unit, wenn wir ein gutes Stückchen höher erreicht haben. Ich warte mal, bis ich in dieser Atmosphärenschicht bin. Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, ab wann man da einen anderen Report kriegt. So, das sollte jetzt genügen. Wir observen jetzt unseren Mystery Goo und kriegen jetzt, while flying at Kerbin, eine Mystery Goo Observation. Die ist 10,5 Science wert. Sehr gut. Keep Experiment. Wir können jetzt, glaube ich, nicht nochmal einen Crew-Report machen, weil dann überschreiben wir den anderen, leider. Man kann immer nur einen keepen, solange man noch keine Antenne freigeschaltet hat, um den Crew-Report nach Hause zu schicken, nach Hause zu telefonieren. So, und hier haben wir jetzt, was haben wir jetzt hier Schönes? Wir haben alle möglichen Geschwindigkeits- und Höhenrekorde gebrochen. Das ist natürlich sehr gut und kriegen jede Menge Science und Geld dafür. Wir haben einen Contract completed und wir haben den anderen Contract, glaube ich, auch completed. Wenn mich da gar nicht alles täuscht. Also wir haben das alles abgeschlossen. Sehr gut. Wenn wir jetzt hier mal gucken, wir haben jetzt 105.000 Geld-Credits, wie auch immer, und schon 12 Science-Punkte. So, wir können uns auch die Zeit beschleunigen mit Punkt und mit der Punkt-Komma-Taste. Punkt macht schneller, Komma macht langsamer. Und
Und ich glaube, man kann es genau, man kann auch manuell darauf klicken. Das ist hier aktuell noch Physics Time Warp übrigens. Das bedeutet, dass es kein richtiger Time Warp ist, sondern, oder beziehungsweise, dass die Physik immer noch weiterhin simuliert wird. Ich mache langsam übrigens auch mal den Parachute auf, just in case, bevor wir hier gleich abstürzen. Machen wir den schon mal auf. Ja, aber das hier ist noch Physics Time Warp, das heißt, die Physik wird noch weiter simuliert. Es gibt später mal 5, mal 10 und mal 10.000-fachen Time Warp, irgendwie so aus der Richtung. Da wird die Physik dann nicht mehr simuliert übrigens. Physics Time Warp ist ein bisschen dangerous, weil die Physik in dem Spiel manchmal ganz gerne mal rumspast, sagen wir es mal so. Und dann greift der sogenannte Deep Space Kraken, so nennt die Community das. Und wir werden langsamer. Sehr gut, ich hoffe mal, das klappt mit dem Landen hier auch. Die sogenannte Deep Space Kraken, so nennt die Community das, glaube ich, greift dann euer Spaceship an und dann beschleunigt ihr plötzlich aus dem Stillstand, aus dem Nichts, weil die Physics Engine halt rumbuggt, auf 10.000 km/h, keine Ahnung, und fliegt einfach in irgendeine Richtung und das Schiff explodiert halt einfach. Deswegen Physics Time Warp ist mal ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber ja, das ist unser erster Flug. Der war jetzt erfolgreich. Wir sind wieder gelandet. Und alles, was wir jetzt machen müssen, ist, wir gehen jetzt hier oben hin und gehen auf Recover Vessel. Und wenn wir das machen, kommen wir wieder auf unseren Hauptmenübildschirm zurück und haben jetzt Folgendes. Ja, wenn es zu lädt. Wir haben jetzt einen Crew Report, einen EVA Report, Mystery Goo und Recovery of a Vessel that survived the flight. Jede Menge Science-Punkte, 44 Stück an der Zahl. Wir haben auch ein bisschen Geld wieder gekriegt, weil wir die Parts recovered haben. Und wir haben 1 XP auf Jebediah gekriegt, das heißt, bald levelt er auf Level 1 hoch. Da muss man nämlich nicht allzu viel machen, um ihn auf Level 1 hochzukriegen, Gott sei Dank. Und wir haben schon mal ein gutes bisschen Geld. So. Als nächstes würde ich euch übrigens mal an dieser Stelle dazu raten, solltet ihr neu auf meinem Channel, mir vielleicht ein Abo dazulassen. Das wäre sehr lieb und freundlich von euch. Während ich hier übrigens gerade schon mal ins Mission Control Ding reingehe. Wie ihr seht, haben wir jetzt auch jede Menge neue Missions. Aber ja, ich würde euch dazu raten, solltet ihr an weiteren Parts dieser Playthrough-Serie halt interessiert sein. Egal, ob ihr es als Let's Play gucken wollt oder halt als Walkthrough-Guide-Ding nebenher laufen lassen wollt bei eurem eigenen Playthrough, würde ich euch raten, mir ein Abo dazulassen, denn dann bekommt ihr in Zukunft, also falls ihr noch kein Abo abgeschlossen habt natürlich, dann bekommt ihr in Zukunft Nachschub für zukünftige Parts dieses Playthroughs. Und ich denke mal, das wäre ganz praktisch für euch. Ja, und die Benachrichtigung kriegt ihr uns nur, wenn ihr auf die Glocke klickt. Nur dann kriegt ihr die garantiert, weil YouTube doof ist. Deswegen, auch das würde ich euch raten. Aktiviert am besten die Glocke, dann bekommt ihr immer schöne Benachrichtigungen, wenn neue Videos auf meinem Kanal online gehen. Gut, das wollte ich nur mal anmerken. Machen wir weiter. So, als nächstes stehen diese Dinge an, nämlich Escape the Atmosphere und Orbit Kerbin. Das sind unsere nächsten Ziele, würde ich sagen. Die kann ich schon mal akzeptieren. Den ersten Contract und den zweiten Contract. Die werden wir auf jeden Fall als nächstes tackeln, die Sachen. Wir haben jetzt hier auch diverse andere Contracts schon, die wir akzeptieren könnten. Zum Beispiel könnten wir irgendwie einen Decoupler im Orbit testen. Manche Sachen kann man auf der Launch-Site auch testen. Ja, das hier, das könnten wir zum Beispiel auch annehmen, wenn ich jetzt noch einen Slot frei hätte. Das ist extrem gut, denn da kriegen wir Science for free quasi. Wir müssen nur einmal eine Rakete aufs Launchpad stellen mit diesem Ding dran. Dann müssen wir einmal drauf rechtsklicken und irgendwie Run Test machen und dann war's das. Dann kann man das Vessel recovern. Actually, ich glaube, wir leveln das Ding hier einmal schon mal hoch. Das ist nämlich ganz nice, mehr als zwei Contracts zu haben. Oder wir sollten erst mal gucken, wie viel Geld haben wir? 157.000. Das kostet noch zu viel. Das Launchpad müssen wir auf jeden Fall auch bald leveln. Ich glaube fast, wir werden das Launchpad und die Mission Control einmal leveln. Ja, wir leveln einmal die Mission Control, damit wir nämlich noch ein paar mehr Contracts annehmen können. Wir nehmen das hier an, weil es Test for Launch Site ist. Das ist natürlich ganz einfach. Zwei gratis Science-Punkte, die wir da gleich kriegen können. Dann gehen wir ins Research Department. Das ist hier, ich zeige es mal kurz, das ist das große Gebäude hier. Da klicken wir uns einfach einmal drauf. Und dann unlocken wir jetzt nämlich schon die ersten Bauteile. Das kostet gerade mal 5 Science, die beiden Sachen hier. Ich glaube, wichtig ist sogar beides. Ja, ich werde direkt beides unlocken. Also das hier unlockt, wie ihr seht, einen weiteren Booster. Und den ersten Treibstofftank, den normalen, und die erste Engine. Das ist natürlich beides sehr wichtig, weil die Booster kann man, wie gesagt, nicht steuern. Die Engines hier, also diese Engine und diesen Treibstofftank, die kann man miteinander verwenden. Also diese Engine ist nur mit diesem Treibstofftank kompatibel. Der hier ist, glaube ich, damit nicht kompatibel, oder? Ich weiß gar nicht, ob die Booster damit auch kompatibel sind. Ich nutze Booster sehr selten, deswegen ich weiß nicht genau. Ich finde einfach normale Triebwerke einfach straight up besser. Deswegen, wir werden auf jeden Fall schon mal die Triebwerke anlocken. Hier haben wir einen Decoupler. Den wollen wir auf jeden Fall auch schon mal haben. Den werde ich jetzt auch schon mal anlocken. Und hier oben haben wir, das werde ich auch schon mal anlocken, denke ich mal. Oder was haben wir hier noch? Gucken wir mal. Mehr Fallschirme sind auf jeden Fall auch gut. Aber was mir aktuell lieber wäre, wären Radial Decoupler sind auch gut. Aber was mir aktuell am liebsten wäre von all diesen Sachen, sind mir größere Treibstofftanks. Deswegen werde ich auch direkt hier schon mal das nächste Level anlocken für größere Treibstofftanks und die nächste Engine. Eine von den beiden ist nämlich auf jeden Fall die bessere. Oder die haben, die sind beide Situation, ne? Die haben beide ihre Existenzberechtigung, aber die eine ist, also beide zu haben ist halt praktischer, weil, ja, da kann man sich dann halt entscheiden, welche man nutzen will.
Wie gesagt, die eine Engine ist besser für die eine Sache, die andere Engine ist, oder für einige bestimmte Sachen, die andere ist besser für andere bestimmte Sachen. Ich habe gar nicht mehr im Kopf, welche für welche gut war. Aber das können wir dann ja ganz leicht rausfinden, indem wir einfach die Stats uns angucken. Gut, und dann würde ich sagen, zum Abschluss dieser Folge, weil wir sind schon so ziemlich am Ende dieser Folge tatsächlich schon angekommen. Ich weiß, diese Folge sind wir nicht sehr weit gekommen in diesem Spiel, aber keine Sorge. Jetzt, wo ich einmal die grundsätzliche Steuerung etc. erklärt habe, ab hier wird das jetzt alles ein bisschen schneller gehen, sage ich mal, der Fortschritt. Im nächsten Part werden wir dann einiges mehr fertig kriegen. Aber ich würde sagen, in diesem Part werden wir noch eine Sache machen und das ist, ja, Save and Continue ist gut. Wir werden nochmal kurz nachgucken, was ich für einen Contract da gerade angenommen habe. Clear Solid Fuel Booster at the Launch Site. Clear Solid Fuel Booster. So, wir müssen einmal kurz. Actually, ich werde nochmal den Parachute attachen, weil ich bin mir gerade nicht sicher, was passiert, wenn ich das Ding teste, ob das Ding dann einfach angeht. Nicht, dass ich hier gleich den ersten Körbel direkt kille. Ich will jetzt nicht den ersten Körbel jetzt schon auf dem Gewissen haben. Das wird wahrscheinlich auch noch irgendwann passieren, aber noch nicht jetzt. So, das dürfte der sein. RT5 Flir. Ja, das ist so. So, den werden wir jetzt gleich testen und dann kriegen wir nochmal ein paar gratis Science-Punkte. So einfach ist das. Gehen jetzt auf Launch. Und diese Rakete werde ich gar nicht starten. Also, es sei denn, ich muss. Wie gesagt, es kann sein, dass der Test das Ding einfach starten wird. Aber mein Plan ist jetzt, das Ding einfach einmal zu testen, dann die Science-Punkte einzusacken und dann. Seht ihr, hier steht jetzt Run Test, da klickt es einfach drauf. Oh, und dann startet das Ding. Okay, es startet. Ich dachte, das würde nicht starten. Anscheinend startet das Ding dadurch. Auch gut, dann kriegen wir aber direkt nochmal den nächsten Crew Report. Gut, dass ich den Fallschirm sicherheitshalber attached habe, sonst wäre der Körbel jetzt hier tot. Der liebe Jebediah wäre jetzt einfach gestorben. Gut. Also auch ihr sollt daran denken, solltet ihr einen Booster testen sollen. Das ist ums Random, was ihr da an Quests, an Contracts kriegt. Solltet auch ihr einen Booster-Test-Contract kriegen. Auf jeden Fall den Fallschirm attachen, sonst wird der Test nicht so positiv für euch ablaufen. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir hier nochmal den nächsten Crew Report. Diesmal in Midair. Nochmal 5,3 Science dazu. Crew Report, while flying over Kerbin Shores. The shores look inviting and you watch the waves roll into the coast. So, keep experiment. Da haben wir den nächsten Crew Report. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal kurz, was wir hier Schönes haben. Wir sind returned to surface. Wir haben unsere First Crew recovered und wir haben. Das Gold davon recovered, wir haben Scientific Data recovered, haben wir auch. Und wir haben das abgeschlossen. Ja, wir haben alles abgeschlossen. Essentially steht da jetzt einfach nur. Sehr gut, ich lösche jetzt wieder alles. Wir sind, glaube ich. Ah, wir sind Altitude Record, was Sinn macht, weil die Rakete ist ein bisschen leichter. Ich habe jetzt ja die beiden Testdinger nicht dran. Wenn ich um uns M drücke, öffnet sich die Karte. Wie ihr seht, haben wir hier einige schöne Dinge. Hier wird uns jetzt unsere Flugkurve, die Apoapsis etc. Das wird uns alles angezeigt. Das werde ich alles in späteren Parts erklären. Also für die erste Folge ist das erstmal noch nicht so wichtig. Aber für die erste Folge, denke ich mal, habe ich alle relevanten, wichtigen Sachen erstmal soweit noch erklärt. Unsere Rakete dreht sich gerade, weil ich vergessen habe, SAS einzuschalten, weil ich doof bin. ja, bitte zurückdrehen. Zack, SAS an. Und ich möchte gerne, dass die Rakete diese Ausrichtung hat. So. Immer dran denken, T zu drücken, um SAS einzuschalten. Nicht zu vergessen, wie ich es gerade gemacht habe, ist bei größeren Raketen später sehr, sehr wichtig, denn wenn die sich drehen und ihr gerade die Triebwerke auch anhabt, dann plötzlich dreht die sich dann irgendwie im Flug und fliegt schräg zur Seite und dann passieren unschöne Dinge, aka die Raketen stürzt ab. Das wollen wir natürlich nicht. Aber hierbei war es jetzt natürlich eh nicht so wichtig und relativ wurscht. Aber ja, ich mache mal kurz den Physics Time Warp an. Seht ihr, das ist was passiert, wenn man den Physics Time Warp auf eine hohe Stufe stellt, dann dreht sich die Rakete teilweise einfach und fliegt kamikaze-mäßig Richtung Boden. Ich kann den Fallschirm aktuell auch gar nicht öffnen, weil wir noch in den höheren Atmosphärenschichten sind, glaube ich. Spiel, lässt du mich bitte den Fallschirm öffnen? Ich drücke schon mal auf Öffnen. Ich hoffe mal, dass es das Spiel das auch gleich einfach macht. Wir tun mal so, als wäre das jetzt gerade nicht passiert. Wir reverten den Flight mal zum Launch. Und das ist gerade alles nicht passiert. Dass das, also, ja, also deswegen muss man den Physics Time Warp vorsichtig sein. Ich habe das natürlich jetzt gerade nur gemacht, um euch als Lektion zu zeigen, warum man den Physics Time Warp nicht übermäßig benutzt. Ja, also ihr sollt dann einfach bei euch wahrscheinlich geduldig sein und nicht auf vierfachen Physics Time Warp hochgehen. Sonst dreht sich eventuell die Rakete, weil die Physics rumbuggen. Gut, wir werden das in der nächsten Folge am Anfang der Folge einfach nochmal wiederholen. Diesen Test. Also diesen Solid Fuel Booster Test, das werden wir dann in der nächsten Folge am Anfang einfach nochmal wiederholen. Das war ein kleiner Fail von mir. Egal, aber jetzt habt ihr dadurch schon, habe ich euch schon mal praktischerweise direkt demonstriert, warum man mit dem Physics Time Warp vorsichtig sein sollte. Dann passieren sonst nämlich solche Sachen. Wie auch immer, das war es erstmal von mir für diesen Let's Play Part. Wie gesagt, im nächsten Let's Play Part werden wir das dann hier entsprechend testen nochmal und so weiter und so fort. Ne? Ihr wisst Bescheid. Das war es also erstmal für diesen Part. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Part dann wieder ein. Da werden wir dann wahrscheinlich die erste Rakete in Orbit schicken oder zumindest die Atmosphäre verlassen und hoffentlich auch es schon in den Orbit schaffen mit der ersten Rakete im nächsten Part. Ich hoffe, das schaffen wir im nächsten Part schon. Mal schauen.
Ja, das war es erstmal für diesen Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst mir lieben gerne einen Kommentar da oder auch ein Like oder auch ein Abo. Ja, gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag oder auch eine schöne Restnacht. Keine Ahnung, wann ihr dieses Video gerade guckt. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video auch helfen, I guess, weil, wie gesagt, das ist so ein halbes Guide-Ding. Es ist ein halbes Let's Play, ein halbes Guide-Video. So ein Let's Guide-Ding. Wie gesagt, wird das hier werden. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fällt euch!